Na, kommt da kein Dialog? Ach nee, die haben der Situation gerade nichts gesagt. Hat dich Dad nicht getötet? Nee, Barbara, so eine einfache Kugel tötet den Batman nicht. Den Batster. B-Day Man. B-Man. Okay, dann machen wir. Wir können auch gerne eine Nebenmission mitmachen. Ich verlasse jetzt mal das Haus. Und wir gucken mal. Simon Stack ist hier. Du hast es geschafft. Du arroganter Sack. Als du mich von meinem Schiff holtest, dachte ich, du würdest mich retten und nicht fesseln und in eine Zelle werfen. Du hast es verdient. Du bist noch viel verblendeter, als ich dachte, Stack. Und das von dir, Batman. Das von dir. Ausgerechnet von dir. Früher oder später wird dieser verblendete Verrückte sich eingestehen müssen, dass sein Reichtum es ihm nicht erlaubt, zu tun und zu lassen, was er möchte. Stimmt's, Stack? Der Joker. Okay, wo ist denn der Ausgang schon wieder? Da. Spinnen sind besser. Spinnen sind auch nette Haustierchen, denke ich, aber Spinnen... Also ich habe keine Angst vor Spinnen, aber ich glaube, ich finde es ein bisschen eklig, die anzufassen. So. Und wenn die dann mal ausbrechen. 27. Okay, dann ist es noch nicht ganz ein Monat, dann sind es vielleicht zwei Wochen. Zwei bis drei Wochen ungefähr. Wie ich ihn das erste Mal gesehen... Du meinst Man-Band, wo ich mich das erste Mal erschrocken habe vor ihm? Ja, das war echt furchtbar. Weil der da hochkam aus... Ich kenne so Schocksequenzen bei Batman eigentlich kaum. Das war echt furchtbar. Was macht ihr da mit meinem Auto? Haben die gerade auf mein Auto geschossen? Sind die doof? Seid ihr doof? Wollt ihr Stress? Hä? Wollt ihr Stress? Schießt auf eure eigenen Autos. Bedrängt, das Foto zu machen, Batman. Ach, ein Foto haben sie gemacht. Ich hab ihm gesagt, es wäre unangemessen, aber er hat nicht zugehört. Ich musste einfach Fotos schießen. Meine Kinder würden mich enteignen, wenn ich keine gemacht hätte. Gucken wir uns das Auto doch mal an. Sieht echt... Also so Silber ist schon um einiges cooler als das komplett Schwarze, oder? Nein, wen belüge ich hier? In Schwarz sah es besser aus. Aber es ist ein cooler anderer Stil, sag ich mal. Hat ein bisschen mehr Charakter jetzt, das Auto. Au. Okay, dann gucke ich jetzt mal wegen Missionen. Falsche Taste. Hier sind wir richtig. Also, entweder machen wir, halte Scarecrows Miliz davon ab, Oracle Server zu zerstören. Das war das. Das haben wir jetzt 100% voll mit ihm. Wir können mal eine Bank beschützen. Oder die Feuerwehr retten. Das hier würde ich gerne auch weitermachen, weil ich wüsste gern, wer der Mörder ist hier von diesen Leuten, aber da finde ich immer nichts mehr dazu. Dürfte ich Ihnen vorschlagen, dass Sie sich in Thrasher umsehen, Sir? Dort wird eine gewisse Opernmusik gespielt und leider wissen wir, welche Gräueltaten das nach sich zieht. Machen wir das doch mal, Killert. Ich will nämlich gern wissen, wer da der Mörder ist. Du findest das Silber besser. Ja, Silber ist nicht schlecht. Hab ich ja... Also... Oh, neuer Follower, Miss La. Hallo, Miss La. Danke für dein Follow. Und vorne hat mich noch jemand gefollowt. Habe ich gehört über meinen Kopfhörer, aber ich habe leider war nicht da. Das war in der Pause. Danke auch für dein Follow. Hier muss ich kämpfen. Warte mal, das machen wir doch glatt, oder? Hier muss ich rein in diese Zelle. Und Gegner ausschalten. Überraschung! Ah, verdammt. Schon wieder Stromtypen. Und die werfen mit Stühlen. Sauerei. Ach, das kann ich nie mit diesem Messer ausweichen. Warte. Ich muss öfters hier mit Strom schießen. Ach, hör doch auf. Einfach alle mit Strom betäuben. So, Genickbruch.
Ach, schön. Ich muss den Kommandanten finden und diesen Kontrollpunkt ausschalten. Hauptmission, Bank. Nein, mach das, mach das, mach dies. Checkpoint. Checkpoint? Komm. Wo ist es? Wo ist es? Hier. Sammelgerät. Abgehakt. Gut, dann müssten jetzt hier die Wände, glaube ich, runtergehen, oder? Oder? Sir, Ihr Angriff hat den neuen Kommandanten der Miliz alarmiert. Den Nachfolger des Arkham Knight. Er ist von der streitlustigen Sorte und verlangt, über einen offenen Kanal mit Ihnen zu sprechen. Okay. Geben wir ihm, was er will. Sehr wohl, Sir. Schön, dich wiederzusehen, Batman. Oh. Ist eine Weile her. Slade. Codename Deathstroke. Und ich habe einen Auftrag. Nun, wie ich mich erinnere, sagtest du mal, ich mache dir keine Angst. Aber unser gemeinsamer Freund, der Arkham Knight, der denkt anders. Er kam zu mir, sagte, ich wäre der zäheste Bastard, gegen den du je gekämpft hast. Der Knight ist fort, Slade. Du bist ein Söldner ohne Job. Nicht ganz. Ich habe meine Bezahlung diesmal im Voraus bekommen, was mich als Profi verpflichtet, den Job abzuschließen. Emil, du hast mich gefollowt. Vielen Dank dafür. Sag ich mal. Okay, wir haben einige Dinger noch hier einzunehmen, aber das war jetzt nur, weil ich gerade daran vorbeigefahren bin. Deathstroke ist jetzt der neue Anleiter. Anführer-Anleiter. Anführer von der Miliz. Okay, das heißt, wir müssen ihn dann irgendwann auch nochmal besiegen. Der ist vielleicht im letzten Kasten dann drin oder so. Ich wollte, genau, was wollte ich noch machen? Irgendwas wollte ich noch... Genau, ich wollte euch sagen, für alle, die mich jetzt gefollowt haben, ihr kriegt, mit etwas Glück könnt ihr den dritten Batman-Teil gewinnen. Für Computer. Batman Origins. Batman Arkham Origins. Also, seid da, wenn ich 300 Follower erreiche. Dann könnt ihr... Und dann könnt ihr auch näher erfahren, wer Deathstroke ist. Deathstroke, so rum. Gegen den kämpft man im dritten Teil tatsächlich. Der war einer mit Messern und Schwertern, glaube ich, der gegen uns gekämpft hat. Und schon ein bisschen älter. Herrscher der Straße. Hier ist schon wieder so ein Ding, aber hier müsste doch jetzt auch... Ich bin doch jetzt gerade... Hä? Jetzt bin ich hier? Ich wollte doch hier gar nicht weitermachen. Ich wollte doch den Mörder fassen. Ach, egal. Überraschung! Oh, hier ist ein großer. Was mache ich denn eigentlich? Ich weiß es nicht. Komm schon. Die Stromtypen nerven wirklich. Zack, zack, zack. Noch ein Follower. X-Wuckel. Hallo. Danke. Mein Lieber, vielen Dank. Du hast vorhin auch, glaube ich, schon was in den Chat geschrieben. Nein, tot. Ach, ich lasse den Mist. Ich will ja nicht jetzt gegen die ganze Zeit gegen diese komischen Kastentypen kämpfen. Entweder mache ich es. Pumba, danke für dein Follow. Aber nur so konnte sie enden. Hallo Deathstroke, ich grüße dich. Ich will das eigentlich gar nicht machen, was ich hier gerade getan habe. Ich will entweder den Mörder jetzt fassen oder die Story weiterspielen. Ich will nämlich Geheimnisse lösen und nicht hier einfach hier so plump kämpfen. Genau, Hauptmission mache ich gleich weiter. Ich suche kurz den Mörder und dann suche ich den... So. Quatsch. So, hier habe ich's. Den hier. Ich will wissen, wer das ist. Darum ging's mir. Ist nämlich gleich da hinten. Direkt vor uns. Und das mit den Kasten hier mache ich später irgendwann mal. Mit diesen Arenen. Weil das mache ich vielleicht, wenn ich mit der Hauptstory durch bin. Oder man kann doch sicherlich die... Ja. Man kann doch sicherlich diese ganzen Nebenmissionen noch machen, wenn man durch ist, oder? Das war ja in den anderen Spielen auch so.
Oder stirbt er am Ende? Drüben am Plaza. Er beobachtet uns, ich weiß es. Wo ist jetzt die Leiche? Ich höre auch keine Musik. Meinst du, Leiche? Die Identität befindet sich auf diesem Teil? Wo bist du, Leiche? Das soll irgendwo da oben sein. Weißt du was? Mir ist es egal, ob es ein Panzer oder ein Auto ist. Wie lange spielst du schon Batman? Meinst du diesen Teil hier? Seit dem Erscheinen. Seit der Teil draußen ist. 27. hat vorhin jemand geschrieben. Bin ich doof? Es muss da oben sein, aber da oben ist ja auch das Fledermaus-Symbol. Den Knaben. Warum bezeichnen Robin eigentlich alle als Knaben? Der ist gar nicht so ein Knabe. Der ist doch schon... Nach egal. Was soll man nicht so tun? Also ich sehe hier nichts. Ich höre auch keine Musik. Sonst hört man diese Opernmusik immer. Ich muss noch drei Leichen finden. Okay. Ja, vielleicht, oder was? Jo. Suchst du immer noch nach dem Commissioner? Also wirklich, Bruce. Erst schlägt er dich, dann verrät er dich. Und dann schießt er auf dich. Ich muss sagen, der alte Jimbo wird mir langsam sympathisch. Schade, dass er vermutlich tot ist. Ach Quatsch, das hätte doch jeder gemacht. Ich verstehe das. Ich hätte auch auf Batman geschossen an Commissioner Gordons Stelle. So, aber ich find's nicht. Diese verstümmelten Leichen warten darauf, dass du sie findest. Da, oder? Kann doch nicht schlimmer sein als das, was ich dir so hinterlassen habe. Achtung, Batman ist hier! Oder? Nee, das hier ist nur wieder so eine Arena. Batman, es ist Batman! Ach egal, wenn ich die jetzt nicht finde, dann mache ich jetzt die Hauptmission weiter. Das ist mir jetzt zu blöd. Oder ist sie da irgendwo im Turm vielleicht? Mir egal, ob Scarecrow ihn lebendig will. Er soll für alles bezahlen. Warte mal, da leuchtet so. Die sind ja immer so beleuchtet. Vielleicht ist es hier um die Ecke. Auf Ivys Pflanze. Kann man da nicht landen? Wer kontrolliert jetzt die Miliz, wenn der Neid weg ist? Hier ist nichts. Hier ist nirgends was. Okay, machen wir die Hauptmission weiter. Das ist komisch. Das ist komisch. Da unten sind ganz viele von der Army, aber ansonsten... Keine Ahnung. Tut mir leid. Das enttäuscht mich. Komm, flatter mal schneller. Ach Mist, ich hatte mich so gefreut vorne, als das Batmobil kaputt gegangen ist. Müsste gegenüber vom Turm sein, gucke ich irgendwann anders nochmal. Schade, mach mal hier weiter. Keine Zeit zum Ausruhen. Wir formieren uns neu und auf zum Uhrenturm. Müssen wir wieder von oben rein? Ja. Hier ist der Eingang. Alles okay, Jungs? Seht ihr was? Nichts. Wir auch nicht. Ja. Und hier auch nicht. Nicht doof. Okay, nee, ich muss von unten. Jetzt wird hier wieder alles übelst bewacht. Jetzt muss ich die hier scheinbar erstmal wieder alle aus... Oh, und da ist wieder einer. Natürlich! Wir sind der bestausgerüstete Trupp der ganzen Armee. Die Fledermaus ist nicht beeindruckt. Oh, oh, die haben... Typen. Die haben tatsächlich Typen. Mit Gewehren. Wie heißen sie? Scharfschützen haben die. Verdammt. Wo war ja klar, dass irgendwann wieder Scharfschützen auf den Plan treten. Warte mal. Ich könnte es ja sagen, mit meinen 100% natürlich 100%. Google 100% vermutlich. So, da hinten ist noch einer. Komm zu Betty. Das sag ich nicht nochmal. Okay, jetzt haben wir wenigstens schon mal keine Scharfschützis. Und nur 10 bewaffnete Gegner.
Das ist ja nichts. Wie mache ich das jetzt am besten? Alles sauber hier! Arbeitet zusammen, sind die denn alle? Okay, okay, da hinten, da ist mein Auto. Was ist das da? Generator, ein Notstromaggregat. Die Überlastung des Motors mittels des Distanz-Tracking-Geräts kann zu einer kleinen Explosion führen. Die da könnte ich ausschalten. Nein, das wollte ich nicht, das war doof. Oh Gott. Und ich bin weg. Einfach aus Prinzip. Ab. Die Motte zum Licht, kommt die Fledermaus angeflattert. Kann man Fledermäuse auch irgendwie anlocken? Mit Pheromonen bestimmt, oder? Gebt eurer Angst nach, wie euer Commander es getan hat, und ich werde euch finden. Haltet ihn auf und ihr werdet belohnt. Hä? Los! Oh, sie kommen, sie kommen, sie kommen! Zack, und weg. Warum kann ich nicht von oben reinkommen? Das ist doch Blödsinn. Nein, das wollte ich nicht. Der ist K.O. Batman schlägt hart zu. Jep. Oh, das ist hier, ist der... Oh, ich kann Multi ausschalten. Und weg. Hui. Okay, das war cool. Jetzt sind es nur noch meiner Berechnung 6 nach. Ne, 7. Mist. Blöde Berechnung. 7 noch. Ich würde ja gerne mal von unten kommen. Da muss ich aber darüber und hier in den Luftschlosser. Da ist der Luft. Da ist der Luftschacht, aber da komme ich nicht rein. Oh. Zack. Und weg. Multi-Angst ausschalten? Ja, warte mal ganz kurz. Ich hatte letztens nämlich mich weiterentwickelt, wo du gerade davon redest. Und... Ja, ich habe nämlich schon wieder 8 Punkte. Und das wurde aber nicht gespeichert, glaube ich. Was haben wir hier? Ist das das Angst-Multi ausschalten mal 5? Cool. Hat genau 8 Punkte gekostet. Werde ich gerade gesehen? Ja, ich werde schon wieder gesehen. Deswegen war hier gerade so Zeitlupe im Essen. Ich habe mich gewundert. Hat doch gar nichts getan. So. Bringe Minen am Aussichtspunkt. Wird er es schaffen? Gib die Deckung. Wie viele waren das jetzt? Das ist der vierte. Wie zum Teufel sollen wir diesen Typen schlagen? Nachgeschütz aufgestellt! Bereit zum Job! Wir können hier nichts tun. Verteilt euch und findet ihn. Stelle so. Nachgeschütz auf! Oh, warte, nein, das dreht sich. Los, zieh! Mist, ich dachte, das dreht sich nur so 180 Grad und nicht um 360. Und da stand gerade noch der eine Typ. Kann ich dich ausschalten? Sieht er mich, der sieht mich. Ja, reicht. Sehen wir, ob der Typ okay ist. Ich steh Wache. Eure Pupillen haben sich bereits erweitert. In dem verzweifelten Versuch, in der Dunkelheit etwas erkennen zu können. Eure Muskeln sind angespannt in Vorbereitung auf den Moment, in dem ihr angreift. Ich hole mir jetzt erstmal diesen Wachturm hier. Das Blut ist aus eurer Haut entwichen, um wichtigere Funktionen zu erfüllen. Vielleicht habt ihr ihn gespürt, den kalten Hauch der Angst. Na, verdammt. Nein, 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 ich häng fest. Oh, und da ist eine Bombe. Und ich bin tot. Oh, nein, das war doof. Ach, verflixt. Tut mir leid. Ins Licht, Bruce. Das ist nicht fair. Die lassen mich da nie rein. Ach, der Joker. Ich vermisse ihn. Aber ich find's schön, dass er noch da ist, quasi. In uns drin.
dass er nie wirklich weg ist. Okay, nochmal den Quatsch. Ach. Wo ist es denn? Hier, vor uns, da ist es. Kann jemand Scarecrow zum Schweigen bringen? Es ist ihm egal, was hier passiert, oder? Okay, nochmal hier hochziehen und nochmal ganz vorsichtig, bitte. Habe ich jetzt wieder... Nee, sind nur 7 Gegner. Cool, dann sind noch 3 ausgeschaltet. Das ist gut, damit kann ich leben. Jetzt aber den Rest mal bitte. Wo seid ihr alles? Überall. Meldet euch, wo seid ihr? Genau, das war auch meine Frage. Dann. Ich will nicht so weit hoch immer. Mann. Okay, reißt euch zusammen, er darf uns nicht überlisten. Das wird aber passieren, meine Freunde. Da will ich hoch. Hat keiner gesehen. Zack. Ich verstehe von dem Kram hier überhaupt nichts. Ich will nämlich eigentlich mal hier unten in den Boden rein. Warte mal. So, wo sind sie? Was? Wo war denn jetzt hier eine Granate? Wo bin ich denn? Was ist das denn? So. Da unten okay. Ist was. Nein, hier ist nicht. Wieso hat er mich gesehen? Komm mal ran. Oder einer von euch muss mal hier rankommen. Nein, alles cool, ist cool, 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 cool. Uiuiuiui. Hi. Einen nach dem anderen. Nein, und weg. Nein, alles cool. Dürfen nur nicht wieder so eine Granate werfen. Wo ist denn der? Ah, hier. Wie viele haben wir noch? Haben 3. Bereits erweitert, in dem verzweifelten Versuch, in der Dunkelheit etwas erkennen zu können. Eure Muskeln sind angespannt in Vorbereitung auf den Moment, in dem ihr angreift. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Dreh dich nicht um. Alles gut. Das Blut ist aus eurer Haut entwichen. Wo ist der letzte? Da oben steht noch einer. Vielleicht habt ihr ihn gespürt, den kalten Hauch der Angst. Ich dachte, das sollte einfach sein. Ach, der klettert jetzt hier hoch, na toll. Sieh sie dir an, Batman, wie sie vor Angst zittern vor der Kreatur, okay. Ist der die aus der letzte? Nacht kommt. Genauso gefällt dir deine Beute, nicht wahr? Wir beide nutzen die Angst, dunkler Ritter. Aber nur einer von uns... Es war noch verdammt da. Ich sehe ihn nicht, Jungs, ich sehe ihn nicht! Der ist hier im Haus, oder? Sehe ich das richtig? Wie komme ich denn da rein? Angst ist kein Knüppel, Batman. Sie ist kein Schwert und auch kein Schild. Angst ist ein Skalpell, das mit Präzision... Hallo Tim Bamo, ich grüße dich. Du hast das nächste Bild fast fertig, da bin ich immer gespannt. Ach, das war toll jetzt. Sehr gut, der andere ist gerade runtergehüpft. Jetzt kann ich mir den muskulösen Mann hier vornehmen in Ruhe. Mach mal das mal. Wusch! Wusch! Hui! Hui! Bist du stolz darauf, wie du sie degradiert hast? Zu heulenden Babys, bloßgestellt durch deine Angriffe. Genau das gleiche werde ich mit dir anstellen, dunkler Ritter. Ja, bla bla noch bla. Noch bevor die Nacht bla, 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 werde ich bla. Alle Schichten Batman. Oh, fuck! Sie habe ich übersehen. Huch! Hier schalte ich mal kurz aus, warte. Die Server können wieder hochgefahren werden. Die Kontrollkonsole ist im obersten Stock. Okay, dann müssen wir ganz hoch. Sind da noch mehr Gegner im Haus jetzt? Nee, oder? Gucken wir mal. Nicht, dass jetzt hier noch uns eine Überraschung erwartet. Hier können wir das ganze Ding anmachen. Ach, der Tibabo macht gerne so... Nimmt mein Gesicht und klatscht es gerne auf Batman drauf oder auf den Witcher.
Der Uhrenturm ist sicher. Verbindung zum Großrechner steht. Gut. Okay, wie es aussieht, haben wir wohl ein paar Server verloren. Wird eine Weile dauern, bis alle Daten wiederhergestellt sind, aber ich sollte online sein, wenn du zurückkommst. In der Zwischenzeit solltest du vielleicht rüber zu Lady of Gotham. Dieser Reporter Jack Ryder wollte dort einer Spur nachgehen. Cash versuchte ihn aufzuhalten, aber Ryder hat was von Pressefreiheit gefaselt. Haben wir ihm vorhin nicht erst noch gesagt, er soll nichts Doofes machen? Und jetzt rennt der Reporter da einfach mal Lamm auf die Schlachtbank. Genau, wie ein Lamm auf die Schlachtbank. So rennt er dahin. Typisch. Missionsauswahl. Untersuche die Lady of Gotham und bring Jack Ryder in Sicherheit. Das machen wir jetzt, oder? Triff dich beim GCPD mit Oracle, um die Daten auf Hinweise zu analysieren. Nur ich mache erstmal das hier. Ich habe so viele Nebenmissionen. Jack Ryders gefährliche Nachforschungen haben ihn zur Lady of Gotham geführt. Ich sollte ihn finden, auch wenn es dafür keinen Pulitzerpreis gibt. Lady of Gotham. Kein Pulitzer. Batman möchte wohl gerne einen Pulitzerpreis haben. Da muss er sich lieber mal nachts hinsetzen und einen Artikel schreiben, anstatt hier so einen Mist zu machen. Schau Twitter mal, wer sieht genau. Hallo, YOLO-Fan. Ivy ist nett. Oh Mist, ich fall ins Wasser. Komm schon, komm schon, komm. Ja. Meine lieben Brüder, wir versammeln uns hier, um den wahren Vater zu ehren. Was ist denn das? Eine Sekte? Der, der unsere Leben mit Licht erfüllte, als wir von Dunkelheit umgeben waren. Der es auf die Erde regnen ließ. Diakon Blackfire. Okay. Der die Sünder und Bösen erschlägt, die uns vernichten wollen. Unsere Seele mit süßer Gnade schützt. Meine Brüder, erhört mich, ihr gesegneten Frommen, ihr Wanderer Bahn. Hi. Wir ich war, bin's. Das Ritual zu stören. Achso, die wollten ihn töten. Gut, dass ich kann. Dies ist geheiligter Boden, Heide. Du hast dir nichts verloren. Doch Gott hat dich zu mir gesandt, auf dass ich in deinem Blut baden möge. Meine Kinder, der Teufel zeigt sich im schwarzen Gewand. Erschlagt ihn sofort. Nein, ich zeige dir das Ritual und mehr. Wow, wow, was ist denn hier schon wieder nicht in Ordnung? Was sind das denn für Bekloppte? Hätte ich jetzt nicht wäre ich da jetzt nicht dazwischen gegangen, hättet ihr den irgendwann getötet? Einfach so? Das wäre irgendwie auch mal eine interessante Wendung gewesen. Wo hat er denn jetzt die Waffe da hinten her? Oh, wie viele das sind. Ich rufe die ganze Zeit ein Auto, das will ich gar nicht. Eine Spezialkombo, genau. Ah, ich hasse die Messertypen. Danke für den Follow, YOLO-Fan. Ich grüße dich. Boah. Ran. So, du schneidest mir gar nichts. Kannst du es mal mein... oh, ich muss hier scheinbar noch irgendwas tun, warte. Glauben, Batman, mir nicht. Ich kenne die Wahrheit. Sieh, wie die Klinge deine Kehle brennt. Und ich in Unsterblichkeit bade. Tun Sie es nicht, bitte. Ich bin dem Tod öfter begegnet, als du dir vorstellen kannst. Ich werde noch da sein, wenn du tot bist, Batman. Gotham wird mir gehören. Spar dir deine Reden. Ich dachte, ihr sagt, spar dir deine Rente. Kleiner Scherz. Oder so alt ist das. Nach meiner Story. Das ist es, Batman. So komme ich wieder ins Geschäft. Meine eigene Show. Und der erste Gast? Wie wär's? Der echte Batman. Deine Story.
Ich nehme dich mit zum Ich ist schon ein bisschen bekloppt, der Typ, oder? Hallo Kuga übrigens wieder. War cool. Macht der Batwing. Jetzt kann er Batwing fliegen. Höhe. Lo. Darf ich den vielleicht selber steuern? Jetzt sind Sie in meiner Kirche, Diakon. Sieh dich um, Batman. Sieh dir an, was du schützen willst. Gotham ist verloren. Warum kämpfst du noch? Es ist vorbei. Ich bestimme, wann es vorbei ist, Blackfire. Bringt ihn zu den Zellen. Hey, freuen Sie sich bloß nicht zu sehr, mich zu sehen. Ist dieser Blackfire ein echter Priester, Betsy? Weil, abgeschlossen. Ich schulde der Kirche von Gotham noch eine Entschuldigung für die Salzsäure im Weihwasser. Das war vielleicht eine Taufe. Das ist ganz schön gemein, Joker. Das muss ich jetzt aber mal sagen. Was ist denn das hier? Sieht so wichtig aus. Missionsauswahl. Wir haben das geschafft gerade. Da ist auch ein Häkchen davor. Was ist das hier? Herrscher der Straße. Ach, das war das mit diesem... Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Dem könnte man mal wieder verfolgen. Das ist aber wieder so eine blöde Automission. Hierzu habe ich noch gar nichts gemacht, oder? Finde und zerstöre alle von Pinguins Waffendepots. Doch, das hatte ich auch schon. Riddler muss ich mal wieder machen. Wir müssen Catwoman befreien. Machen wir mal das nächste Ritter. Die Prüfung des Riddlers ist in Kingston. Bisher hat er nur mit mir gespielt und das Gefühl der Macht genossen. Doch ich befürchte, er wird sich nicht länger mit Spielen aufhalten. Wer weiß, welche Form sein Wahn diesmal angenommen hat. Ja. Muss da rüberfliegen. Ist auch gleich hier, wir sind gleich da, wo wir hin sollen, das ist gut. Dann machen wir mal eine Rittleraufgabe und dann fliegen wir zu Barbara als nächstes. Habt ihr mich gesehen? Nö, alles cool. Brauche ich mein Auto wieder oder ist das vielleicht mal eine ohne Auto-Mission? Gegner. Überfahr sie. Sehr gut. So, wir müssen wohin? Hier. Und hier rum. Ah, und hier rein. Nee, warte. Flight School. Stimmt, das war die Mission, die ich gar nicht machen konnte. Da brauche ich erst den Batwing. Oder? Da war ich schon unten drin und das konnte ich nicht tun. Also zumindest war das eine Mission, die aussah, als müsste man fliegen. Ich kann gerne nochmal reinfahren, aber nicht, dass ich da wieder umsonst reinfahre. Nö, dann lasse ich das. Tut mir leid. Da war ich nämlich schon unten drin. Und ich bin mir sicher, dass du da Batwing brauchst. Der Pinguin sucht immer nach neuen Rekruten. Die Bezahlung soll auch nicht schlecht sein. Gut, dann machen wir doch die Hauptmission weiter. Falsche Taste. Ich muss zurück zum GCPD. Oracle hat vielleicht eine Spur, wohin Scarecrow Jim gebracht hat. Mit Zugriff auf die Computer des Funkturms wird sie das zweifellos, Sir. Weißt du, was so. Das denn mit Autos macht? Ich will's nicht herausfinden! Ich habe überhaupt keine Lust, hier irgendwelche Durchschnittsbanditen mit meinem Auto zu verfolgen. Das macht. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf in diesem Spiel. Hast du jetzt genug, du Pisser? Das hätten sie sich wirklich sparen können. Ihr werdet nicht gewinnen. So. Glaubst du immer noch, dass die Fledermaus dich retten wird, hä? Würdest du gern sehen, wie er es versucht? Mit unseren Knarren durchlöchern wir ihn wie ein Sieb. Schusswaffen halten ihn nicht auf. So. Stimmt, die Feuerwehrmänner muss ich auch noch retten. Ich habe noch so viel zu tun. So viel Arbeit für Batman. Ein. Ah, wollte wieder Selfies machen mit meinem Auto. Scarecrow sollte einfach aufgeben, Mann. Der besiegt dich ohnehin nicht. Niemals. Eben, das glaube ich nämlich auch nicht. Aber der muss das wohl auf die harte Tour mal wieder lernen, der Scarecrow. Ist ja nicht so, dass sie jedes Mal versagt hat bis jetzt. Oh, hier. Zellenbelegung 40%, Arrestzellen 42 von 97, Hochsicherheitszone 2 von 11. Wer ist denn in der Hochsicherheitszone? Wo sehen wir das denn? Die Hochsicherheitszone. Keine Ahnung. Aber 2 von 11 ist relativ armselig.
Wozu eine Hand, wenn ein Haken auch reicht? Cash sagte, es wäre seine. Also theoretisch gehört alles hier drin. Das kann man nicht abstreifen. Hallo, Oracle, da bin ich. Klasse, du bist hier. Scarecrow's Heli ist raus aufs Meer und dann nach Norden. Ich wollte die Route genauer bestimmen, aber die Daten sind beschädigt. Sie haben eine Menge Schaden angerichtet. Oh. Was war das? Ärger. Das war Ärger. Tapfere Polizisten Gothams, ich habe eine Nachricht für euch. Ihr seid nicht sicher. Ihr seid ohne Schutz. Ich habe mich schon gefragt, wann er das hier mal angreift. Das ist der Anfang vom Ende für dich, dunkler Ritter. Wir werden ja sehen. Der Bat-Computer ist wieder online, Batman. Ich tue, was ich kann. Der Bat-Computer ist immer so herrlich. Okay, der greift hier also jetzt die Polizei an. Schön. Ich habe mich schon gefragt, warum macht er das eigentlich endlich mal? Der Freak, wie der da drin steht. Okay. Was ist eigentlich mit Jason? Keine Ahnung. Der ist abgehauen. Der ist abgehauen und der arbeitet auch nicht mehr für Scarecrow. Also. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich glaube, ich muss da oben jetzt wieder gegen Panzer kämpfen. Überraschung. Oh, hier, die randalieren alle. Freuen sich, dass es losgeht. Das muss ich aufhalten. Ich muss verhindern, dass hier was passiert. Wo ist mein Auto? Ach, da. Cash, alles abriegeln. Sofort. Okay, die wollen nur spielen, die Leute hier. Und das Licht ist aus. Warum auch immer. Machen wir mal so. Batmobil-Unterstützung XA. Cool mit dem Batmobil. Das hat man leider nicht immer da, wenn man hier kämpfen muss, aber das schon. Oh Mann, die nerven mit dem Strom. Haut ab. Oh, ich bin fast tot. Kann sein, dass ich jetzt sterbe. Mein Daumen tut auch langsam weh, ey, von dem ganzen Drücken. Es nervt. Sandmännchen, Exa, was? Was, Sandmännchen? Welche Zahlungsmittel hast du bei Amazon Prime angegeben, Seb? Sterben wir? Das tun wir besser nicht, Bruce. Der Joker ist ein bisschen desorientiert. Zahlungsmittel bei Amazon Prime angegeben. Was habe ich denn angegeben? Ich glaube, Kontoeinzug. Wie heißt das? Weiß nicht, ob das so heißt direkt, aber dass das nicht so umständlich ist. Alles abriegeln. Sofort. Geh halt ins Batmobil, da kannst du dich abknallen. Geht das einfach? Kann ich ins Batmobil gehen? Warte mal. Dann zeig mal, was du drauf hast, Batman. Ja, tatsächlich, hast recht. Ich kann so einfach überfahren, da muss ich mich nicht abknallen. Kann ich die Panzer hier kaputt machen? So, das war's, oder? Ich muss aber rausfahren. Geht aber gar nicht. Was ist denn hier los? Was ist denn jetzt der Plan? Doch, ins Batmobil steigen. Ja, ich habe alle überfahren. Voll easy, wirklich. Schade, dass PayPal nicht geht. Ja, aber das ist genauso einfach mit Amazon. Das ist dann, dass du dann einfach nur noch bestätigen musst und dann ziehen das automatisch von deinem Konto ab. Lastschriftverfahren. Keine Ahnung. Hä? Was denn jetzt? Ah, okay. Habe ich nicht gesehen da oben. Ich muss verhindern, dass die Milizen in die Zellen einbrechen. Hallo? Ich muss verhindern, dass die Milizen in die Zellen einbrechen. Ja, du musst da schießen. Ich muss verhindern, dass die Milizen in die Zellen einbrechen. Ja. Muss ich wieder rein?
Das war jetzt viel zu leicht, gell, mit dem Auto. Ach, hier habe ich noch mehr. Ach so, die habe ich nicht gesehen. Ach, da konnte ich nicht ausweichen. Hört doch mal auf, bleibt doch einfach liegen. Wenn ich euch einmal umgeboxt habe, solltet ihr einfach liegen bleiben. Das ist unglaublich. Hä? Das war falsch? Hä? Ich dachte BAA war's. Oder AAB. So. Cash, öffnen Sie die Rolltore. Jetzt kann ich raus. Der Strom ist weg. Das war's. Die werden das Gebäude auseinandernehmen. Ach Quatsch. Dem Bauplan zufolge ist ein Generator außerhalb des Gebäudes. Los! Los, los, ich häng fest. Wieso häng ich fest? Was hat der denn gerade gemacht? Der hing da gerade ganz doof an der Bank. So, ins Auto. Jetzt müssen wir hier raus. Ich konnte gerade hier noch nicht raus, weil da noch Leute waren. Und nun? Hallo Joker. Blau haben wir vertraut, Bats. Sie haben an dich geglaubt und immer ein Auge zugedrückt, wenn du das Gesetz in die eigene Faust genommen hast. So, komm, 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 komm. Und jetzt hast du sie alle zum Tode, verdammt. Ach, der Joker, der ist aber auch immer ein Pessimist. Aber er freut sich immer da, wenn alles ins Chaos stürzt, ne? Das ist ganz schön gemein. Bin ich richtig? Verschwinden wir einfach und lassen sie alle sterben. Bier? Sonst muss ich später wiederkommen und sie alle abmurksen und das wäre ehrlich gesagt viel unangenehmer für alle. Hier komme ich hoch. Deine Wahl, Bats. Boah, hier leckt es gerade ein bisschen. Wird so ruckelt. Ei. Alter, die sind ganz schön aggressiv hier. Alter. Da könnte ich nicht mal was mit meinem Batmobil richtig ausrichten. Das sind ein paar viele. Ach du Schande. Nicht der Adler, nein. Das D. Und jetzt? Verschwinde von hier. Das nächste Quest. Heimat der tapferen Frauen und Männer Gottes. Ein Leuchtfeuer der Hoffnung in einer Stadt. Soll ich mich opfern? Nee, da hinten ist irgendwas. Ah, warte. Genau, ich muss den Generator anmachen und dann mit dem Batmobil raus. Aber ich kann doch nicht gegen den ganzen Panzer kämpfen. Der Generator wurde zerstört. Verflucht. Okay, es gibt ein Notstromaggregat in der Tiefgarage, aber das hätte schon starten sollen. Auf dem Weg. Der Eingang zur Tiefgarage steht anscheinend offen. Du kannst den Generator von da aus erreichen. Wo ist der? Hier. Okay, versuchen wir es. Sieb, schau mal Twitter. Ich bin Osi, also ich war... Achso. Unterhaltet euch nun persönlich miteinander. Ja, Twitter mache ich dann. Okay? Jetzt nicht. Wo ist denn jetzt der Eingang? Ah, dort. Muss ich mich nur beeilen. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Hä? Sollte das jetzt nochmal mein Versagen unterstreichen, ja, dass ich jetzt, wenn ich sterbe, alle da drin sterben. Natürlich. Sorry, ich sterbe nie wieder. Das macht mir jetzt tatsächlich ein bisschen schlechtes Gewissen. Generator. Genau, ich muss das Ding dann nämlich erstmal ausstellen. Das Batmobil aus dem GCPD zu bringen. Nein, das da. Los, los, los. Hey, was wird
haben genug C4. Wir sollen nicht hier rein. Aushalten, nicht zum Mond schießen. Wir werden hier kein Risiko eingehen. Oh. Denk dran, wir stürmen das Gebäude. Ah, hier muss ich durch, oder? Wie er es befohlen hat. Oder? Komme ich hier überhaupt durch? Ich sollte den Generator anwerfen, um das Batmobil aus dem GCPD zu bringen. Ach so, ich habe nur gerade die Duck. Natürlich, in dem Moment, wo ich durch bin, geht das Ding kaputt. Hallo, ich bin's, Leute. Jetzt muss ich kämpfen. Hilft leider nichts. Oh. Den schieße ich gleich mal weg. Alter. Hat dein blödes Schild weg. Ab. Ab. Ich hasse dich. Ich hasse euch alle. Ich brech dir den Kiefer. Oh, natürlich. Kann ich dich auch anschießen? Naja, sterben sollte er nicht, aber... Ja, los, 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 los. Mein Hand tut echt langsam weh. Ich die ganze Zeit auf den blöden Controller einhämmer. Nein, oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Das überlebe ich nicht mehr. Nein, nein, kein Strom. Ist hier noch einer? Wie viele habe ich noch? Nur noch zwei Gegner. Das war wieder kurz vor knapp, meine Lieben. Nein, der steht ja noch. Warum war das denn gerade in Zeitlupe, wenn der noch steht? Erstmal muss ich den... Oh nein! Wie besiege ich den? Ich muss da erstmal den betäuben. Oh ja, töte wieder alle. Was mit Forrest? Forrest habe ich zurzeit gar keine Lust drauf. Kommt irgendwann mal wieder. Nach ein paar weiteren Updates, wenn da mal ein bisschen mehr was passiert und dann spiele ich sicherlich mal wieder Forrest. Ach komm schon, jetzt bin ich wieder hier oben. Batmobil aus dem GCPD zu bringen. Naja, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Ach Mist. Da steht der wieder auf. Sollte sich ducken. Hat sich ja eben auch geduckt, jetzt duck dich. Ach so. Falscher Knopf, mal wieder. Close, ja, das war aber echt gerade close, ne? Viel zu close wieder. Ich sollte den Generator anwerfen, um das Batmobil aus dem GCPD. So, ich schieß euch einfach die ganze Zeit ab. Aber es geht leider nicht die ganze Zeit, die nähern sich ja dann immer und die werden davon ja auch nicht schachmatt gesetzt, die sollen nur kurzzeitig betäubt. Oh ja, natürlich. Huch, was war das denn? Kommt gerade eine übelst... Achso, der hat den geworfen. Dieser Große hat den einen Kleinen gerade geworfen. Oh, weich doch aus. So.
kleine noch und den einen großen da. So, wie kriege ich dich jetzt? B, A, A, X. Okay. B, A, A, X. Endlich. Ich kann den Notfallgenerator anwerfen und damit diese Tür öffnen. Okay, machen wir das mal. Notfallgenerator anwerfen. Dafür brauche ich jetzt mal ganz kurz Strom. Und? So, das Ding ist an, oder? Oracle, der Notfallgenerator ist... Aber da ist ein Ding kaputt. Gut, holen wir dich da mal raus. Begib dich zum Wagen, ich werde... Was? Unmöglich! Was ist los? Eine Schwachstelle im Netzwerk der Miliz. Idioten. Ich glaube, ich kann ihre Drohnen übernehmen. Gut, bereite dich auf einen Kampf vor. Warum kann sie das auf einmal? Diese Idioten. So, dann wollen wir mal. Muss ich jetzt raus oder rein? Ich weiß es gerade nicht. Soll ich gerade ins... Nee, ich muss raus, gell? Gut, ja. Werden mir auch jetzt als Feinde draußen angezeigt. Sie kann die Drohnen übernehmen. Bereit, Batman? Yep. Los, mach die Tür auf. Ich werde an deiner Seite kämpfen. 5. 4. 3. 2. 1. Los. Beenden wir es. Ja, schön wär's. Gucken wir mal. Kuckuck. Oh, ich werde direkt hier mit Raketen. Drohne hält Position. Unter Beschuss. 60. Na gut, wenn ich ihre Hilfe habe. Aber trotzdem, das ist quasi so wie gegen die 40. Dafür büßt ihr. Ich hacke das Ziel. Ist gar nicht so schwer. Boah, okay. Ziel erfasst. Ich beginne mit dem Hacken. Dann mach mal. Raketenpanzer unter Kontrolle. Ich markiere ihn. Drohne zerstört. Achso, nee, okay, der ist auf meiner Hilfe. Meine Hilfe auf meiner Seite. Okay, das geht eigentlich relativ easy. Die ist sogar noch ein bisschen hilfreicher als Ivy. Er setzt uns schwer zu. Wir sind für sowas nicht der Schütze. Mist. Die Panzer explodieren. EMP. Batman, ich habe die Energiequellen des Panzers übernommen. Bei Beschuss wird ein EMP ausgelöst. Wir halten sie auf Abstand, Batman. Ah, Mist, komm schon, hör auf damit. Übernahme. Wo sind die Raketen? Nur noch 23. Beginne mit dem Hack. Twin Rattler offline. Batman hat einen Dynamic-Back ausgeschaltet. Mist. Na, Mist. Komm, da kommen noch mehr Raketen. Übernahmeprotokoll wird ausgeführt. EMP scharf und einsatzbereit. Schieß auf den Panzer. Welchen? Wo ist denn hier? Ich beginne mit dem Hacken. Die kommen da auf keinen Fall rein. Der Raketenpanzer ist unter meiner Kontrolle. Oh, die kommen die ganze Zeit so Raketen immer aus irgendwie. Okay, nächster Hack initiiert. Rattler offline. Ich bin fast kaputt. Wo denn? Hier. Ich hab den Panzer unter Kontrolle. Ja, schieß mal auf dieses Ding hier, das geht nicht kaputt. Er hat eine Twin Rattler abgeschossen. Voll schön. Oh, das Ding ist kaputt. Yay! Alle besiegt! Es ist nichts mehr da.
Straße. Nichts. Ihr habt I play on PC. Nun tut Batman den Seinen. Puh, ja, das ist on PC. Zerstört. Geschafft. Nein, Moment. Scarecrow hat Infanterie auf dem Dach abgesetzt. Sie versuchen, die Sicherheitsverriegelung zu umgehen. Ich kann sie aufhalten, aber nicht lange. Okay, wir müssen aufs Dach. Komm, 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 komm. Die Zeit dringt. Batman, ich habe die Kontrolle über die Sicherheits- und Versorgungssysteme auf dem Dach. Ich kann die Schweine ausschalten. Du musst sie nur anlocken. Dann mach mal. Wie mach ich das? Hörst du das? Der Kampf ist vorbei. Hier kommt! Nein! Batman ist hier! Angriff! Ach, scheiße. Jetzt hätte ich Multi ausschalten machen können. Egal. Horrorkill-Unterstützung. Was? Was? A und X. Mal Oracle unterstützen. Mach ich doch die ganze Zeit. Da kommt gar nichts von Oracle, oder? Ich sehe es nur nicht. Dampfleitung, was? Ach, brauche ich jetzt nicht. Ich mach die jetzt ab. Ja, jetzt habe ich es. Ah, okay, so ging das. Hä, hier hinten sind noch mehr? Versteckt euch nur immer hinter euren Schilden und Messern und Knarren und weiß ich nicht was. Ich mach euch trotzdem platt. Kommt mal her zu euren, zu diesen Dampfleitungen hier. Ich drück doch X und A. Komm, X und A. X und A. Jetzt hab ich. Bam. Ah, gut, ein Hammer. Bei dem großen vorn hat sich das ja gelohnt, aber bei so einem kleinen Typen, naja, egal. Nicht immer unter Strom sein. Hey, wo ist er? So, ins Gesicht getreten. Geht doch. GG, first try, nice. I heard it had a lot of performance problems. Did they deal with the problems? No, no, they didn't deal with the problems. But I think the performance problems are not so bad, like everybody say. You can see that sometimes it's a little bit laggy, but that's all. Sometimes I have frames per second like 20 or so, but normally it's over 30 when you can change it on your PC. Also muss erst noch was einstellen. Uah. Ich habe nicht mehr viel Leben, sehe ich gerade. Das ist doof. Wieso kann die diesen Zaun... Ja, natürlich, der bewirft mich hier mit Leuten. Ich glaube, ich sterbe mal. Weil... Dann kann ich nochmal... Ich denke mal, es hat an diesem Punkt gespeichert, bis zu dem, wo die nächsten Gegner jetzt kamen. Wie die hier immer wieder überrascht werden. Kann Oracle nicht einfach diesen Fahrstuhl abstellen, dass sie da nicht runterkommen können? Ja. Dein Englisch ist wirklich sehr gut. Es geht. Aber mein Englisch ist, muss ich tatsächlich sagen, durch Streaming, dadurch, dass ab und zu mal englische Leute vorbeikommen, ist mein Englisch schon ein bisschen besser geworden. Dezent. Wir sind die Besten. Kannst du nicht mithalten. So, jetzt habe ich volles Leben, jetzt kann ich mit ihm mithalten. Die haben so krasse Waffen. Auch so ein Messer haben, wo Strom drauf ist. Die haben vor allem alles Mögliche. Der hat ein Schild, Messer und... Yep, genau, perfekt. Einen habe ich schon mal so... Oh. Ich werde dich
Bam, bam, bam. Den großen hau ich dann noch in die Dampfrohre gleich. Erstmal mache ich hier kurz die kleineren fertig. So, komm mal ran. Hä, ja, ist das ein Video? Belebt ihr den wieder? Hör auf damit. Ja, hör auf. Komm her, komm her, komm her. Komm zu mir. So, du kannst keinen mehr wiederbeleben. Huh, ausgewichen. Da guckst du blöd, gell? Jetzt komm her. Ach, Mist. Würdest du bitte? Jetzt haben wir's. Easy. Ja, Schulenglisch bringt nur was wegen der Grammatik, bin ich. Batman, hier warten genau viele Leute darauf, dir zu danken. Euch beiden. Und ich bin einer davon. Sah echt übel aus. Danke, Aaron, aber das ist doch nicht... Oh Gott. Was ist los? Ich glaube, Scarecrow ist im Filmstudio. Dads Stimme wurde benutzt, um hineinzugelangen. Besorg die Überwachungsdaten. Hab's versucht. Und ich kann Robin nicht erreichen. Oh oh. Er war doch da, oder? Keine Sorge, Oracle. Bin auf dem Weg. Auf zum Filmstudio! Genau, Englisch lernt man am besten dadurch. Habe ich auch, in der Schule habe ich es kaum gelernt. Da, nach meinem Abi konnte ich kaum Englisch. Trotzdem, weißt du, das ist echt verrückt. Aber durch Filme, englische Serien, einfach wenn du dich ein bisschen mit englischen Medien beschäftigst, lernst du es viel schneller und viel einfacher und vor allem verstehst du dann Slang-Sachen, die du so im englischen Unterricht gar nicht lernst. Wo müssen wir überhaupt hin? Dahinter? Okay. Los! Nein, ich muss hier lang. Los, hopp, hopp, hopp. Bam. Hier runter. Erklär's mir nochmal. Ja, hier, wenn du mit dem Auto fährst, ist es halt auch immer laggy, aber passt schon. Ich wollte nicht noch länger warten, ich wollte dieses Spiel einfach spielen. Bin ich nicht jetzt da? Der Dialog schon wieder. So ein Mist. Yep, ja. Und der Kampf pflanzen, ja, ja. Benutzen. Müssen wir jetzt schon wieder hier kämpfen? Zum zweiten Mal? Naja, schön.